Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren etwas unangenehmen Special-Sonderausgabe von hier, von unserem Kanal, sofort und gleich. Es geht um unsere Gilden in Animation Throwdown. Und ja, da hat sich doch nach dem letzten Rumble einiges getan, womit ich ganz ehrlich gesagt eigentlich nicht wirklich gerechnet hätte. Das soll jetzt kein wirklich, also ich möchte vermeiden, dass es jetzt in irgendeiner Form weiteren Stress gibt oder Ärger, sondern es soll einfach nur ein ganz klares Statement für beide Gilden sein und für alle Mitglieder, die bleiben. Und auch die Mitglieder, die gegangen sind. Also ist Folgendes passiert. Nur zur Erklärung für diejenigen, die da noch gar keinen Einblick haben. Es gab einige, die gesehen haben, auf einmal alle hauen ab. Was ist hier los? Ja, und warum? Was ist da passiert? Und ja, ich möchte das kurz erklären. Also vor dem letzten Rumble gab es ja schon mal so ein bisschen Differenzen. Und da habe ich eigentlich ganz klar Stellung bezogen für den Großteil der beiden Gilden, also zum einen für eine zweite Gilde, weil ich der Meinung bin, dass uns das hilft und dass wir den Leuten auch nicht wirklich diesen Platz wegnehmen sollten. Also manche wollten, dass die zweite Gilde geschlossen wird, ja, und dass man sich mehr auf die erste Gilde konzentriert. Und ich habe mich dagegen ausgesprochen, dass wir eine Power-Gilde werden. Weil das war nie mein Vorhaben gewesen. Ich wollte nie, dass wir so werden wie diese Dire-Tide-Gilden oder so, wo es dann nur noch darum geht, wie stark man ist und nur noch die Elite und nur noch die Besten und so weiter. Das ist einfach nicht meine Art, so bin ich nicht, so war ich nie gewesen, das habe ich schon mal erklärt. Und dieser Leistungsdruck, der da sich bei den Rumbles davor immer mehr abgezeichnet hat und immer mehr aufgebaut wurde, mit dem habe ich mich unwohl gefühlt. Deswegen gab es auch, das werden auch mit Sicherheit die ein oder anderen gemerkt haben, wenn sie mal nachgefragt haben, oh, ich glaube, ich erreiche die Punkte nicht oder so, ja. Deshalb mach dich mal locker. Bleib cool, zieh einfach weiter durch, ja. Und dann schauen wir, wo du landest zum Schluss, ja. So. Und die Gilden oder die erste Gilde hat es mir gedankt, finde ich. Ja. Also zumindest während des Rumbles war ich der Meinung gewesen, wir haben das beste Ergebnis erreicht, das wir jemals hatten. Jemals, also jemals hatten wir haben Platz 67 im Rumble erreicht. Wir hatten teilweise eine maximale Beteiligung von 47 aktiven Leuten. Und selbstverständlich, ja, sind da Leute dabei gewesen, die nicht so stark waren und die nicht so die volle Punktzahl erreichen können. Aber es war eine Gesamtleistung, es war eine, für die gesamte Gilde mit ein paar kleinen Ausnahmen hat es ermöglicht, dass wir so weit gekommen sind. Und das ganz ohne Punishment und ganz ohne Leistungsdruck und ganz ohne du musst, weil sonst kicke ich dich und keine Ahnung was, ja. Das war für mich, war dieser Rumble eigentlich der geilste Rumble, den wir bis jetzt überhaupt hatten. Es war einfach nur total flashig, ja, wie das alles gelaufen ist, ja, wie wir uns wieder zurück in die Top 100 gekämpft haben. Und das gleich dreimal. Dreimal haben wir uns in die Top 100 gekämpft. Zum Schluss haben wir den Platz 67 erreicht. Ja, damit hat von uns doch keiner gerechnet. Damit hat von uns doch keiner gerechnet. So. Ja, soweit erstmal so gut. Dann gab es einen Livestream, einen Abschlussrumble. Und da wurde ich dann noch gefragt von
Von Brownie wurde ich gefragt. Also wie gesagt, ich möchte nicht, dass irgendwie jetzt hier gehatet wird oder so. Das ist überhaupt nicht das ist mein Ziel, das will ich überhaupt nicht. Also ich weiß, dass das jetzt momentan FIFA zum Beispiel eine extrem schlechte Meinung von mir hat. Die soll er von mir aus gerne von mir haben. Das interessiert mich nicht wirklich. Ich weiß, wer ich bin und wozu ich stehe. Und ich stehe dazu, dass ich tierisch enttäuscht bin von dem, was passiert ist, aber dazu gleich mehr. Brownie hatte mich halt in diesem Livestream gefragt, ob er denn wieder den Offiziersrang haben könnte. Und ich habe es schon immer gesagt, also Brownie ist für mich jemand gewesen, den hätte ich mir am liebsten hier irgendwo nebendran gesetzt als mein Sohn. Ja. So, also ich mag den Jungen total gerne. Ja. Und ich habe ihn da schon das letzte Mal, wo es da diese argen Differenzen gab. Ja, habe ich ihm eine zweite Chance gegeben, habe gesagt, also okay, ich gebe dir eine zweite Chance, ist in Ordnung, alles gut. Und jetzt gebe ich ihm den Offiziersrang wieder, den er sich gewünscht hat. Und ein paar Stunden später muss ich feststellen, dass er sich bei einer anderen Gilde bewirbt. So. Und dann war er weg. Okay, alles klar. Also hat er quasi mich vor vollendete Tatsachen gestellt. Ich lass mir von dir den Offiziersrang geben, erzähl dir, wie toll ich dich finde und dann bin ich weg. Fand ich, ehrlich gesagt, sehr, sehr enttäuschend. Also ein Schlag ins Gesicht wäre nicht schlimmer gewesen. Also da hätten wir auch einer direkt einen auf die Nase kloppen können. Das hätte mir wahrscheinlich weniger wehgetan als das, was da jetzt passiert ist. Ja. Aber nun gut, das war jetzt Brownie. So, dann gucken wir mal ganz kurz hier rein. Also, Garden hatte vorher schon gesagt, also es war vor dem Livestream gewesen, dass er die Gilde verlassen wird. Und das von Garden respektiere ich voll und ganz. Ich weiß, dass es bei ihm nicht damit zusammenhing, dass er irgendwie mit der Gildenleistung unzufrieden war oder so. Das waren andere Gründe gewesen. Inzwischen weiß ich da auch schon ein bisschen mehr. Und Garden bin ich auch, wie gesagt, überhaupt nicht böse. Und Garden ist auch für mich nach wie vor, also er ist Teil dieser Animation Throwdown Line Gruppe. Und er bleibt auch Teil dieser Animation Throwdown Line Gruppe. Und ich respektiere ihn nach wie vor. Also er kam dort auch zu Wort, er konnte auch seine Meinung sagen und ich finde das gut. Ist immer mal ganz gut, auch mal eine andere Sichtweise zu hören. Und wie gesagt, Garden ist für mich jemand, den ich voll und ganz respektiere. Ja, aber dann schauen wir mal rein, was danach noch alles passiert ist. Also gucken wir mal hier rein. Also Garden hat dann die Gilde verlassen. Also das hier war dieser Livestream. Brownie nervt, habe ich zum Offizier befördert, habe mir dann noch gleich gedacht, okay, der Jordan und der FIFA Pro, die haben sich das eigentlich auch verdient. Eigentlich auch tolle Typen. Und hatte die ja auch gleich zum Offizier mit befördert. Und dann ging es los. Garden hat die Gilde verlassen. Dieser Emprivelis, sorry, aber der hat ja gar nichts gemacht. Den habe ich gekickt. Ja, der hat ja auch nichts gemacht. Also der kommt rein in die Gilde und macht nichts. Ja. So, dann ging es los mit Skate High. Skate High und Harlequin, die beide kamen. Ja. Und sind jetzt in eine Top 25 Gilde gegangen. Also, um halt einfach nochmal ein eventuell besseres Ergebnis Dann war rauszuholen. ich wieder zu fliegen. Das weißt du nicht. Skate High ist schon sehr gut. Also, so ist es nicht. Vielleicht schafft Skate High es. Also, ich wünsche. Harlekin? Vielleicht schafft es auch Harlequin. Ich weiß, ich wünsche es allen, die jetzt gegangen sind, dass sie in ihren neuen Gilden, dass es irgendwie schaffen.
Das wünsche ich euch wirklich. Also, weil scheinbar war unsere Gilde ja dann nicht das, was ihr euch gewünscht habt, oder hier habt ihr nicht das erreichen können, was ihr erreichen wolltet. Und dann hoffe ich, dass euch das jetzt gelingt. Ich befürchte, dass das bei dem einen oder anderen nicht der Fall sein wird. Ähnliche Aussagen kamen auch von Alex und von Garden, die auch gemeint haben, also ihr stellt euch das alles ein bisschen leicht vor in den Eliten, diesen absoluten Power-Gilden, ja, wo ihr jetzt hingehen möchtet, ja. Die Chance, dass ihr das dauerhaft dort überlebt, das halten wir jetzt alle für nicht sehr hoch. Und fürs Portemonnaie war es bei uns, glaube ich, doch relativ viel, viel einfacher gewesen und viel, viel günstiger. Weil dort wird man von euch erwarten, dass ihr eure Decks permanent verbessert und dass ihr da keine Ahnung, Quad-Fused-Karten habt und dies und jenes und schieß mich tot und was weiß ich. Ja. Aber nun gut, das ist eine Entscheidung, die ihr gefällt habt und mit der müsst ihr nun einfach zurechtkommen, diese Entscheidung. Also gehen wir mal durch. Skatai hat die Gilde verlassen, Harlequin hat die Gilde verlassen, Brownie-Nervt hat dann die Gilde verlassen. Kommentarlos war er dann weg. Vidigonzal hat die Gilde verlassen, Jordan hat die Gilde verlassen, FIFA Pro. Dazu habe ich dann nochmal ein Statement abgegeben, weil das war Wie viele Leute sind wir jetzt eigentlich in der Gilde? momentan 42, aber da war ich werde jetzt wieder Leute hochholen und wird auch wieder Die sich freuen werden dann, wenn wir den Platz haben. zusehen, dass wir das wieder aufbauen. Ja. Ja, FIFA Pro. Das war sehr interessant. Schrieb in den Line-Chat rein. Wenn er gehen würde oder wenn er geht, dann wird er wenigstens noch einen Abschluss-Rumble machen. Ich hatte auch vorher schon mal in dem Line-Chat irgendwas gesehen, dass er sich für irgendeine andere Gilde interessiert hat. Ja, also es ist nicht so, dass ich das nicht gemerkt habe. Ja, ja. Dann habe ich im Chat, weil sich doch manche sehr geärgert haben, dass jetzt so viele gehen, habe ich im Chat geschrieben, naja, und FIFA wird ja auch nach dem nächsten Rumble gehen. Und er war ein klein wenig geschockt, woher ich das denn wüsste. Ich meinte, ja, das hast du doch selbst da oben beschrieben. Also er hat gemeint, er hätte das ja nur Brownie und noch irgendjemand anderen gesagt, ja. Ich sagte, aber du hast es doch da oben selbst geschrieben. Dann meinte er, Moment, da oben habe ich geschrieben, ich würde das tun, wenn ich gehen würde. Ich meinte, aber jetzt hast du dich doch eigentlich schon verraten, also ist doch was Wahres dran. Ja, man wusste jetzt nicht so wirklich, was er darauf antworten sollte. Da kam dann nicht mehr so viel. Und nach reiflicher Überlegung hab ich dann entschieden, weißt du, FIFA, wenn du sowieso nach einem Rumble gehen willst, dann gebe dir jetzt gleich, weil ich möchte das jetzt hier nicht mehr. Dann ist FIFA Pro eben auch gegangen. So, danach ging dann noch Marcel Davis. Gut ist, wir haben jetzt einen neuen Spieler mit hinzugekommen, Liktuell. Wer? Von außen, Liktuell. Wie viel, welche Arena und so? Arena 15, Oh, hat okay. 15K im letzten Rumble geholt, habe ich gesehen. Okay, das ist gut. Also ist auch jemand, der einen sehr, sehr soliden, guten Eindruck macht. Ich habe ihm schon gesagt, dass wir voraussichtlich im nächsten Rumble nicht diese Position erreichen werden können, na, weil so viele gute Leute jetzt gegangen sind. Aber ich werde mich anstrengen, dass wir wieder dahin kommen. So, das erstmal jetzt dazu. Ja, letzten Endes ist es jetzt einfach so, dass
diese Leute, die da jetzt gegangen sind, sich scheinbar von den anderen Gilden mehr erhoffen. Ein besseres Ergebnis erhoffen, keine Ahnung was. Ich hoffe, dass ihr das kriegt. Ja. Ich hoffe, dass ihr in dieser Gilde bleiben werdet. Ja. Also nur mal so am Rande. Ich glaube kaum, dass bei FIFA zum Beispiel, der jetzt das letzte Mal im Urlaub gewesen ist, muss Sesi, unsere gute Seele der Gilde, seinen Account weitergespielt hat für ihn, ja, dann, dass er das nochmal in einer anderen Gilde finden wird. Das glaube ich einfach nicht. Ja. Übrigens, Sesi hat jetzt, das ist was Positives, das freut mich. Ich habe hin und her überlegt, was kann ich Sesi Gutes tun. Das habe ich auch ein paar Mal schon auch in den Chat auch reingeschrieben. Irgendwas müssen wir uns einfallen lassen für Sesi. Und Eat Fresh Food wusste ich ja, der hört wirklich auf. Ja, also der hat einfach keine Lust mehr auf das Spiel und Eat Fresh Food hat einen wirklich saustarken Account. Ja. Der ist auch Siegelfaktor, oder? Ja. Ja. Und er ist wirklich, also ist echt ein sehr, sehr starker Account. Also das, was ich gesehen habe, war schon echt super. Und ja, und dann hab ich eins und eins zusammengezählt und habe mir gedacht, okay, wäre doch ganz cool, wenn Eat Fresh Food doch sowieso aufhört, wenn er Sesi seinen Account schenken würde. Und das hat er jetzt gemacht. Also ich habe ihn angeschrieben, habe ihn darum gebeten, habe ihn gefragt, freundlich gefragt. Und er hat da ohne zu mucken sofort gleich, also das war überhaupt für ihn gar keine Diskussion irgendwie, hat dann gleich, alles klar, macht er gerne. So, und jetzt darf Sesi diesen Account übernehmen. Und das finde ich total geil. Ja. Das finde ich, also, und das sind so solche Sachen, die es bei uns in der Gilde gibt, wo ich kann mir kaum vorstellen, dass das so in einer anderen Gilde auch nochmal der Fall ist. Zumindest nicht in diesen Power-Gilden, glaube ich nicht. Ich glaube nicht, dass da irgendjemand auf euch Rücksicht nehmen wird. Und dass da irgendjemand sagen wird, wenn irgendwas nicht so toll läuft, na komm, ist alles gut, alles easy. Glaube ich nicht. Nee. Ich glaube auch kaum, dass die mit euch großartig kommunizieren werden und euch persönlich kennenlernen wollen. Die wollen einfach nur, dass ihr Ergebnisse liefert. Ja. Das müsst ihr dann dort. Da wünsche ich euch dabei dann. Also und das, sorry, ich weiß, FIFA Pro hat mir schon was geschrieben. Sarkasmus ist in der Situation nicht angebracht. Aber da muss ich dann in der Situation jetzt tatsächlich mal ein bisschen sarkastisch sein. Also ich glaube kaum, dass ihr die Leistung so locker bringen könnt, wie ihr euch das da vorstellt. Ja. Ist so. Aber ich drücke euch dafür die Daumen, ganz ehrlich. Aber eins muss euch klar sein, also die Leute, die jetzt gegangen sind. Bis auf Garden. Bei Garden mache ich eine Ausnahme. Und das nicht deswegen, weil er der beste Spieler von uns war, Genau, das sondern. wollte ich gerade nämlich sagen. Nicht, dass noch die Leute denken, dass du das nur machst, weil der Garden Nein. extrem gut ist. Nein, das mache ich nicht, weil der Nein. Garden extrem Ich gut auch nicht, ist, ne? sondern Garden war auch schon, ich weiß gar nicht, ob er sogar schon ganz am Anfang da war, so wie Alex zum Beispiel. Ja. Also Alex. Wenn da jetzt auch einer sagt, ja, aber Alex darf ja auch noch in dieser Line-Gruppe bleiben. Ja, Alex darf in dieser Line-Gruppe bleiben. Alex war ein Spieler von der ersten Stunde an. Ja. Und Alex ist in die Family-Gilde gegangen, ja. Aber das war zu einem Zeitpunkt gewesen, als wir, keine Ahnung, vielleicht 23, 24 Aktive hatten. Ja, das war eine Katastrophe. Ich war fix und fertig gewesen. Ich habe gedacht, das kann doch nicht wahr sein. Ja, da haben wir uns wirklich den Arsch aufgerissen, ein paar Leute. Und die anderen haben gar nichts gemacht. Ja, und das war brutal. Und da habe ich auch voll und ganz verstanden, warum Alex damals gesagt hat, ich gehe.
Ja. Voll und ganz. Ich war überhaupt nicht böse auf ihn. Im Gegenteil, ich war böse auf diejenigen, die nicht mitgezogen haben. Das war so. Ja. Und, aber jetzt, in der Situation, in der wir jetzt gewesen sind, ja, kann ich es einfach überhaupt nicht nachvollziehen. Und das ist, was da gelaufen ist, das ist wirklich wie ein Schlag ins Gesicht, ja. Und sorry, aber ihr könnt doch nicht ernsthaft erwarten, dass wenn ihr aus der Gilde rausgeht, dass ihr entweder, dass ich dann sage, ja, okay, probiert's halt mal und wenn's halt nicht läuft, dann kommt wieder zurück. Nein! Oder dass ich sage, ja, ihr könnt ruhig in so eine Power-Gilde gehen, in eine englischsprachige, aber bei uns bleibt ihr in der Laiengruppe. Nein! Wenn ihr gehen wollt, dann geht mit der vollen Konsequenz. Und die volle Konsequenz ist, wenn ich sage, ich drehe euch jetzt den Rücken zu und mache das so krass, wie ihr das gemacht habt. Ihr habt das ja nicht irgendwie. Das war ja nicht mal irgendwo diskutierbar oder so, sondern das waren vollendete Tatsachen. Ihr seid einfach gegangen und wir mussten damit leben. Und dann müsst ihr mit unseren Konsequenzen leben. Also wer mich vor solche Konsequenzen stellt, der muss damit rechnen, dass er genau solche Konsequenzen zurückbekommt. Und die sind dann eben, dass ihr nicht nur eben aus der Gilde raus seid, das habt ihr selber entschieden, sondern seid ihr auch aus der Laiengruppe raus. So einfach ist das. Ja. Für den einen oder anderen mag das jetzt total arschig rüberkommen. Das weiß ich. Schick. Ja, es ist so. Der FIFA, der war sauer auf mich. Und FIFA meint, dass alle anderen jetzt auch gehen sollten. Ja. So. Und dass es das Beste gewesen ist, was er machen konnte. Und. Ah, ja, wenn er das meint, wenn das seine Antwort auf das Ganze ist, dann soll er das eben denken. Da habe ich überhaupt kein Problem mit. So. Bedeutet natürlich jetzt Folgendes. Also, die Leute haben mir hier quasi einen richtigen Scherbenhaufen hinterlassen. weil das ist schon krass, ja. Aber auf der anderen Seite sage ich mal, manchmal ist es auch gut so, wenn irgendwas eingerissen wird, dann kann man es wieder neu aufbauen. Und dann kann man es noch besser aufbauen als vorher. Es gibt einige Leute in der Gilde, die genau dieser Meinung sind wie ich und die sagen, pass auf, die finden das auch nicht gut, was da jetzt gelaufen ist. Und die möchten mit mir zusammen die Gilde wieder aufziehen. Ja. Und das werden wir auch wieder tun. Wir werden die Gilden wieder. We will make the skills great again. Wir werden die Gilden wieder groß machen. Und diesmal werden wir es besser machen und diesmal werden wir eben schon gleich darauf achten, dass die richtigen Leute am Start sind dabei. Ja? Und wie gesagt, wenn einer halt der Meinung ist, er muss in eine Power-Gilde gehen, dann soll er das bitte machen und soll sich dort wohlfühlen oder nicht wohlfühlen oder wie oder was auch immer. Ihr sollt aber diejenigen, die jetzt gegangen sind, ja, und die sich wundern oder sagen, ja, aber warum ist das denn jetzt so konsequent und warum sollen sich auch mal so ein bisschen Gedanken drüber machen für ihr restliches Leben irgendwo, ja. Also, das hier ist nur ein Spiel. Das ist tatsächlich nur ein Spiel und darüber kann man denken, wie man will, an diesem Spiel, ne? Aber es ist im gesamten Leben ist es so, dass man Freundschaften hat, Freundschaften pflegt, Freundschaften nicht pflegt, Freunde verlässt, Menschen kennenlernt,
sich verliebt, Partnerschaften, heiratet, Jobs, Vereine, was auch immer. Im gesamten Leben ist es so, dass ihr immer wieder irgendwo mit einer gewissen Erwartung an irgendwas rangehen werdet. Und manchmal wird diese Erwartung eben nicht so erfüllt werden, wie ihr es eigentlich haben möchtet. Ja. Also ich bin jetzt 12 Jahre lang verheiratet mit meiner Frau. 12 Jahre ist eine lange Zeit. Manche von euch sind noch nicht mal so alt, wie ich schon verheiratet bin. So, und das funktioniert gut. Und ich denke mal, ich bin mir ziemlich sicher, dass wir so lange verheiratet sein werden, bis irgendwann einer von uns beiden ins Gras beißen wird. Ja. Warum? Weil jeder auf den anderen ein Stück weit eingeht und weil jeder irgendwo auch mal ein bisschen zurücksteckt und sagt, okay, auch mal ein bisschen drüber nachdenkt, was man richtig oder falsch macht. Ja. Und vor allem, weil wir wissen, was wir an uns haben. Und das wissen viele nicht. Also wir haben es in unserem eigenen Freundeskreis schon mehrfach mitbekommen, wie viele Ehen zu Bruch gehen, weil einer von beiden plötzlich der Meinung ist, war das jetzt schon alles? Soll das jetzt schon mein Leben gewesen sein? Denken Sie, Sie haben irgendwas verpasst? Irgendwas gefällt Ihnen plötzlich am Partner nicht mehr. Das, womit Sie vorher 10 Jahre lang zufrieden waren, war auf einmal nicht mehr gut genug. Ja, und dann trennen die sich. Um dann im Nachhinein festzustellen, dass alles total scheiße läuft und dass sie gerne wieder zurückgegangen wären. Aber das geht halt nicht. Es geht im normalen Leben geht das genauso wenig. Wenn man so einen Bruch reinbringt, dann muss man mit den Konsequenzen leben. Und darüber sind sich halt manche nicht so ganz bewusst. Die sagen dann, naja, ich versuch's jetzt mal, was weiß ich mit der anderen. Ja, scheiße. Dann wundern sie sich, wenn auf einmal ihre Ex-Frau, Ex-Partnerin oder so sagt, nö, du hast mich verlassen, du hast mich betrogen oder sonst irgendwas, nö, mach ich nicht mehr mit. Das hier ist jetzt, wie gesagt, ist nur ein Spiel, das ist einfach nur Gilden und einfach nur ein Spiel und YouTube, das ist, aber trotz allem kann man das so ein Stück weit aufs ganze Leben mit übertragen und ich bin halt jemand, der viel gibt, bereit ist, gerne viel zu geben auch für euch, ja. Und, aber ich möchte halt dann nicht so enttäuscht werden, wie das jetzt hier passiert ist. Und dementsprechend fallen dann eben meine Entscheidungen aus, meine Reaktionen aus. Und das ist gar nicht irgendwie böse gemeint oder so, sondern das ist einfach nur Aktion, Reaktion. Ich hoffe, dass ihr das einigermaßen oder dass die anderen das einigermaßen verstehen können, dass ich so gehandelt habe oder so handeln werde. Und es gab viele, die mir recht geben. Ja, ich denke, dass mir viele auch recht geben werden bei der Entscheidung. Und wenn jetzt kommt von FIFA, ja, ich hätte sie gekickt. Das hat er nämlich geschrieben. Ich hätte, sei, Brownie und er wären meine Community gewesen. Und ich hätte sie gekickt. Nein, ich habe sie nicht gekickt. Brownie ist selbst gegangen. Jordan ist selbst gegangen. Die anderen sind selber gegangen. Und FIFA wollte nach einem Rumble sowieso selbst gehen. Hat es mir aber noch nicht gesagt, hat es für sich behalten, hat gedacht, er könnte das irgendwie, was weiß ich, noch verstecken, hat sich halt versehentlich verbabbelt und jetzt, was soll ich dazu sagen? Ja. Aber trotz allem, Brownie, also ich bin für die gestorben, haben sie mir geschrieben. Damit kann ich leben, dass ich für euch gestorben bin, wie das meint. Brownie hat aber nochmal zurückgerudert. Ja. Und ich möchte euch jetzt nochmal was von Brownie vorlesen, was ihm wichtig war, dass ich das, also ich halte mein Wort
Ja, also es ist nicht so, wie gesagt, ich bin nicht der böse Herr Gleich, wie ich da jetzt hier teilweise hingestellt werde von den Leuten. Also Brownie hatte, nachdem er mir gesagt hat, dass ich auch für ihn gestorben wäre, hat er mir dann nochmal was geschrieben. Ich habe was vergessen, ich werde dich weiterhin gucken, aber ich lasse von mir keinen Kommentar mehr raus und ich habe das in irgendein Video geschrieben. Okay. So, und ich weiß, dass dich das nicht interessieren wird, aber wenn du das liest, dann wäre das cool. Richte bitte der Gilde nochmal einen letzten schönen Gruß aus. Sag, dass ich euch noch viel Glück wünsche und ich hoffe, dass ich nicht wieder so einer wie ich reinkomme, aber ich hab's verdient, rausgeschmissen zu werden und nie wieder eingeladen zu. Und das alles meine ich ernst. Also nochmal viel Glück, ihr seid eine geile Gilde und eine geile Community. Wie gesagt, ich meine das ernst. Daraufhin habe ich geantwortet, es interessiert mich schon. Und ich werde es ausrichten. Und dafür hat er sich dann bei mir bedankt. Und ich habe ihm dann noch gedankt für die coole Zeit. Und dass ich hoffe, dass ihr findet, was ich euch nicht bieten konnte. Und das meine ich ernst. Das ist kein Sarkasmus. Und dann meinte Brownie sofort und gleich, sowas werde ich nie finden. Ich hatte es gefunden, aber wegen Dummheit verloren. Das habe ich jetzt dann unkommentiert gelassen. Ja. FIFA. Tja. FIFA hatte, wie gesagt, hat geschrieben, dass ich für ihn gestorben bin. Dann ist das eben so. Ja. Und FIFA. Ja, dazu kann ich und werde ich auch nicht mehr großartig mich äußern. Ja, jetzt möchte ich erstmal sagen, dass wir, also was mir sehr wichtig war, es wurde ja dann auch überlegt, wie geht's weiter mit den Gilden, logischerweise, nach diesem, ja, Zerstörungswahn hier, ja. Das wird nicht unser Ende sein. Auf keinen Fall. Wir werden natürlich jetzt erstmal wieder ein bisschen zurückfallen. Und damit müssen wir eben leben. Das ist, damit müssen wir umgehen, aber wir werden besser werden und wir werden dadurch mehr zusammenwachsen und wir werden dadurch noch stärker werden. Das weiß ich jetzt schon. Bedeutet natürlich, dass aus Gilde 2 jetzt einige Leute noch mehr als vorher gedacht hochkommen können. Das war mir sehr, sehr wichtig gewesen, weil in Gilde 2, also es wurde gefragt, ja, wo holen wir denn jetzt die neuen Leute her, den Ersatz? Ja, und dann habe ich gesagt, also für mich ist erstmal ganz, ganz wichtig, dass die aktiven Leute, die aktivsten Leute aus Gilde 2 hochgeholt werden. Weil auch da muss ich sagen, mein allergrößter Respekt an diejenigen, auch wenn sie nicht so stark sind. Ja, das ist nochmal, es geht nicht darum jetzt, wie stark jemand ist. Ja. Natürlich spielt es auch eine Rolle, aber für mich, der Charakter ist das, was für mich jetzt momentan sehr, sehr zählt und ausschlaggebend ist. Und was ich in Gilde 2 erlebt habe, war krass. Das war wirklich krass. Also am Anfang haben die relativ gut mitgezogen. Waren wir teilweise bis zu 35 aktive und dann wurden zwei Rumbles in Folge verloren und dann auf einmal hat der Großteil keinen Bock mehr gehabt. Und dann bestanden die Rumbles im Schnitt aus maximal 15, ja, manchmal waren es 17, 18 Leute noch gewesen, die dann noch irgendwo mitgemacht haben. Und die waren da ziemlich alleine. Der Rest hat dann sich zurückgelehnt oder einfach nur dabei zugeschaut, wie sich die Leute einen abgestrampelt haben und versucht haben, irgendwo noch ein Gildenergebnis rauszuholen. Teilweise mit in aussichtslosen Situationen haben sie es trotzdem versucht.
Und das ist das, was ich eigentlich, was ich persönlich ganz, 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 ganz stark bewerten muss und ganz hoch einschätzen muss, weil das sind die Leute, auf die wir uns dann in Zukunft verlassen können. Ja, die Leute, die sagen, ich kämpfe auch, wenn es aussichtslos ist. Ja. Und dann gebe ich auch alles. Ich bin da, wenn ihr mich braucht. Ja. Und deswegen wird es einige mehr aus Gilde 2 geben, die hochkommen können, hochkommen werden. Und dann schauen wir mal, wie das Ganze aussieht. Wenn natürlich jetzt irgendjemand aus irgendeiner anderen Gilde sehr aktiv ist und sagt, ey, ich, genauso jetzt hier, wie wir das jetzt in Gilde 2 haben, ich bin ein Einzelkämpfer bei mir in der Gilde. Und ich würde jetzt auch gern mal irgendwie weiter nach vorne kommen, ja. Dann meldet euch bei uns. Meldet euch bei uns. Wir brauchen jetzt wieder Verstärkung. Wir brauchen gute Leute. Wir brauchen Leute, die auch mit einem Platz 200 zufrieden sind. Ich meine, auch dauerhaft werden wir nicht bei Platz 200 bleiben. Wir werden wieder nach vorne kommen. Das garantiere ich euch. Aber wir müssen das jetzt erstmal wieder aufbauen, was jetzt verloren gegangen ist. Ja? Und wer bereit ist, also wie jetzt zum Beispiel Liktuell, dem habe ich das auch klipp und klar geschrieben, dass ich ihm keinen Top-Platz momentan in den Top 100 garantieren kann. Das fand er okay. Und die Ehrlichkeit weiß er auch zu schätzen. Und wenn ihr das genauso seht, dann meldet euch bei uns, kommt zu uns und wir werden die Gilden gemeinsam wieder neu aufziehen. Und darauf freue ich mich schon. Ich freue mich auf die Leute, die bei mir geblieben sind. Ich freue mich auf die Leute, denen ich hier mein volles Vertrauen schenke. Und ja. Und wir werden jetzt zusehen, dass wir das Beste wieder draus machen aus dem, was jetzt hier passiert ist. Und ich glaube, das wird gut werden. Nicht beim nächsten Rumble, aber vielleicht beim übernächsten schon. Und dann gucken wir mal, wo wir dann zum Schluss stehen werden. Das war es jetzt erstmal von meiner Seite. Wie gesagt, ich will gar nicht, das soll kein, wie gesagt, sollte kein Hate-Video sein oder sonst irgendwas. Das ist nicht meine Art. Das will ich jetzt auch gar nicht. Ja. Ist einfach nur eine Klarstellung. Und ja, euch wünsche ich jetzt erstmal noch einen schönen Samstag. Ich werde dann noch ein paar Einladungen machen von Gilde 2 in Gilde 1. Das mache ich aber später oder mache ich das jetzt gleich noch? Was Ich bin schon am Überlegen, ob ich von Gilde 2 jetzt schon die Einladung mache. Gurke hat mich gebeten, dass ich mit der Einladung bis auf Montag warte, weil er irgendwie am Wochenende ist er unterwegs. Aber das tut der Sache ja kein Abriss. Also wenn der Platz für Gurke freigehalten wird, dann kann ich ihn auch am Montag erst reinholen. Das macht ja keinen Unterschied. Ja, also freue mich auf die neue Truppe. Und we will do this. Wir werden es schon wieder gebacken kriegen. Wir ziehen das irgendwie durch und wir schaffen das auch irgendwie. Und für die Leute, die, wie gesagt, die zu mir halten, für die werde ich auch immer irgendwo da sein, immer eine Anlaufstelle sein, egal was ist. Also, dann würde ich mal sagen, schätze mal, es wird ein paar Dislikes geben. Kann mir schon vorstellen, dann auch von wem. Die anderen würde mich freuen, wenn die anderen mir Wir halten, trotzdem. falls ich jetzt auch mal loswerden muss, wir halten an unserer Community fest. Wir sagen schon immer, wir haben die geilste Community. Richtig, Und ja. die Leute, die zu unserer Community gehören, Ja. die sind bei uns. Ja, bei uns. Die, die wirklich Lust haben, bei uns in der Gilde zu sein, an den Leuten halten wir fest. Ach so, genau, das wollte ich noch sagen, weil das ist irgendwie, Was ich glaube, das hat FIFA so ein Stück weit auch ein bisschen falsch verstanden. Ja. ist?
Weil er gemeint hat, ich hätte sie rausgekickt aus der Community, sie wären die Community und was weiß ich. Ja. Diese Line-Chat-Gruppen sind für Animation Slowdown, sind für unsere Animation Slowdown-Gilden. Ja. Das hat erst einmal nichts damit zu tun, mit Minecraft oder sonst irgendwas, Nee, oder ich keine meine, Ahnung was. Nee, nee, das, lass mich das nur kurz, weil. wahrscheinlich wird jetzt gesagt wegen Garden und Alex. Das habe ich aber vorher schon erklärt. Dass Garden und Alex, dass das für zwei komplett unterschiedliche, also dass das ganz andere Sachen sind. Das sind für mich Urgesteine und die gehören da mit rein, ja. Und das sind für mich ganz besondere Personen. Auch wenn wir unsere Differenzen hatten, Garden und ich, das gehört auch manchmal mit dazu. Manchmal muss es auch mal irgendwo Differenzen geben und das ist, wie gesagt, auch in der Freundschaft, in der Beziehung, in der Ehe so. Manchmal muss es auch mal knallen irgendwo. Aber letzten Endes, sage ich mal, muss es mit Anstand passieren. Man muss sich danach auch wieder in die Augen schauen können. Ja, und ich denke, dass wir Manns genug sind, dass wir das hinbekommen. Das hat Garden auch, ja, letzten Endes jetzt auch das letzte Mal wieder im Line-Chat eigentlich mehr oder weniger so bestätigt. Er hat ja auch gefragt, ob er seine Meinung auch dazu sagen darf. Und selbstverständlich lege ich auch seine Meinung viel Wert. Nach wie vor. So, also, diese beiden Line-Chat-Gruppen sind für Animation Slowdown und aus dem Grund kann ich euch dann eben nicht da drin lassen. Oder ich kann das nicht weiter so laufen lassen, dass das jeder der Meinung ist, er kann in eine andere Gilde gehen und dann trotzdem bei uns in der Line-Chat-Gruppe bleiben. Also von überall die Vorteile rausziehen und dann. Es geht nicht. Das kann ich so nicht lassen. Also wer gehen will, der soll gehen, aber dann komplett. Brownie, das heißt nicht, ja, gleich an dich, weil du ja geschrieben hast, dass du trotzdem die Videos weitergucken wirst. Und ich weiß, dass dir das leid tut, aber ich werde da jetzt nicht mehr von zurückgehen können, was die Gilden anbelangt. Das werde ich nicht machen, weil diesmal bleibe ich dabei. Heißt aber nicht, dass wenn wir mal irgendwann wieder einen Livestream haben oder so, habe ich nichts dagegen, ganz ehrlich, dass du da auch ganz normal wieder mit dabei bist und so weiter. Du weißt, wie gern ich dich mag, aber ich kann nicht ständig, wenn du irgendwie irgendeinen Käse machst, dann sage ich wieder, ja, das ist in Ordnung und ja, ist in Ordnung, ist in Ordnung, ist in Ordnung. Das würde ich bei meinem eigenen Sohn genauso wenig machen. Das weiß der Herr sofort auch und das. Jetzt zieht er eine Schnute. Aber es ist doch so, oder? Ja, was mich auch manchmal nervt. Also bei der Frau jetzt ist es nicht so. Bei der Frau jetzt ist das nicht so, ne? Zum Glück. Die Frau jetzt ist dann nicht so konsequent. Ja. Was zum Glück. Aber du weißt, Habe ich wenigstens einen Mensch. Und ja. das soll jetzt nicht heißen, dass ich nicht froh bin, dass der gleich mein Vater ist. Aber ich bin extrem froh, dass er gleich mein Vater ist. Dankeschön. Ich bin auch extrem froh, dass du mein Sohn bist. Und ich denke mal, dass diese gesunde Mischung aus Konsequenz und von meiner Seite und Inkonsequenz von der Seite von Frau jetzt, dass das dich zu dem macht, was du bist. Und das finde ich gut so. Ja, inkonsequent und konsequent. Super. Bloß es wird ein inkonsequentes Wir Konsequent. sind Bad Cop und Good Cop. Das wird sogar in den Filmen so gemacht. Ja, böser Kopf, guter Kopf. Ja, genau. Ja, natürlich. Ja. Muss man auch nicht jede Spielerei mitmachen, ne? Ja, es ist aber so. Naja, okay, also ich denke mal, ich habe alles jetzt gesagt, was ich sagen wollte. Ich habe niemanden beleidigt, also gleich vorweg, falls es wieder irgendwelche Leute gibt, die behaupten, der Herr gleich beleidigt hier jemanden, das habe ich mit Sicherheit nicht getan. Okay, gleich beleidigt du meinen Antrag. Ja, ich habe nicht gehatet, ich habe einfach nur ganz klar meine Position dargestellt und erklärt. Also. Ja, für die, die das genauso sehen wie ich, die sollten mir bitte ein Like da lassen.
Für die, die noch nicht bei uns sind und die sagen, sie finden das gut so, wie ich das mache, denen würde ich gerne einen Platz anbieten bei uns in den Gilden. Wenn ihr Bock drauf habt, seid gerne willkommen. Und ja, würde ich mal sagen, machen wir jetzt mal hier einen Cut und ich kümmere mich mal darum, hier die Gilden wieder aufzubauen. Mit den anderen zusammen. Also macht's gut, bis dann und tschüss.